und herzlich willkommen im Sommer-Testcheck-Loch. Ganz schön mager war er dieser Testmonat, nicht besonders viele Spiele da, aber die dafür bunt gemischt. Anfangen tun wir mit Sonic Adventure Director's Cut für den GameCube. Ist eigentlich ein urig altes Dreamcast-Spiel, was man jetzt nach ewig langer Zeit endlich für den GameCube mal umgesetzt hat. Leider hat man dabei extremst geschlampt. Es ruckelt ziemlich viel und auch sonst ist das Spiel einer der Anwärter auf die liebloseste Umsetzung des Jahres. Schade, hat der Igel nicht verdient, weil eigentlich ist es wirklich ein sehr gutes Spiel. Ready? Virtua Fighter 4 Evolution für die PS2. Hier seht ihr mich, eine absolut ausgewiesene Virtua Fighter 4 Lusche, als hübsches Blondchen gegen den mächtigen sechsten Dan Henro Rugi, sprich Henry, den selbsternannten Virtua Fighter Gott. Er hat mich dann auch entsprechend eingemacht, obwohl ich dazu sagen muss, ich habe schon so ein paar Runden gewonnen. Henry hat es darauf geschoben, dass dies hier der 50-Hertz-Modus ist, in dem wir gespielt haben und er natürlich eigentlich nur bei 60 Hertz spielen kann. Gut, kann ich nicht so beurteilen, klingt für mich nach einer dieser mein Pad ist kaputt, Entschuldigung. Aber lange Rede, kurzer Sinn, das hier ist Virtua Fighter 4 Evolution. Angeblich das beste Prügelspiel der Welt, sagt Henry und ich glaube ihm das. Speed Kings von Acclaim erscheint für alle Systeme, das hier ist die PS2-Version. Würde ich nach meiner kurzen Testcheck-Anspielzeit beschreiben als Burnout mit halb so vielen Rädern und halb so viel Spielspaß. Ihr fahrt, unschwer zu erkennen, auf dem Motorrad durch die Gegend, dürft gewisse Tricks machen und gewisse Stunts, könnt wie bei Burnout nah an Autos vorbeifahren oder ihr könnt so ein Slide machen, wo ihr euer Motorrad auf die Seite legt für eine Zeit lang und damit zum Beispiel unter Trucks durchkommen könnt. Ein Wheelie für eine Zeit lang ist auch immer eine gute Sache. All diese Dinge bringen euch Extras ein. So gibt es zum Beispiel neben den normalen Rennen sogenannte Respect-Challenges. Die heißen wirklich so. Und wenn ihr diese Respect-Challenges erfüllt, dann ist das gut für euch. Hier zum Beispiel gerade ein Wheelie für ein paar Meter. Und prompt hat's mich vor Angeberei zerlegt. Das kommt vom Wheelie-Machen. Naja, schnell weiter zum nächsten Spiel. Pro Beach Soccer für die PS2. Beschäftigt sich mit der unglaublichen Welt des Strandfußballs. Ich weiß nicht so wirklich genau, was ich von dem Spiel halten soll. Auf der einen Seite hat es schon irgendwie Spaß gemacht. Man kann ganz cool tricksen, rumzaubern mit dem Ball. Also mit der Kreistaste könnt ihr euch den Ball hoch vorlegen und dann halt lustige Faxen mit dem Ball machen. Das seht ihr da gerade. Die Tore sind relativ spektakulär und ganz nett gemacht. Das Spiel hat aber auch ein paar ganz extreme Nachteile. Also zum Beispiel die KI von den Gegnern ist einfach wirklich eigentlich nicht existent. Also der Computer agiert einfach nur strunzdumm. Ihr habt nicht besonders viele Möglichkeiten. Also wenn ihr so die ersten 5-6 spektakuläre Tore geschossen habt, dann leiert sich das Ganze schnell so ein bisschen ab. Und es sieht halt nicht besonders super toll aus. Ich habe mir noch Benny als Verstärkung mal dazu geholt, um irgendwie beurteilen zu können, was das Spiel taugt. Er war sich auch nicht so sicher. Wir haben uns mal so ein bisschen auf Mittelmaß geeinigt. Aber für einen Test wird es natürlich noch mal ausführlicher gespielt. Was ich aber jetzt schon sagen kann, im direkten Vergleich am ehesten lässt es sich wohl mit Soccer Slam vergleichen und da stinkt es schon ab. Also im Zweifelsfall lieber Soccer Slam, obwohl das eben auf der PS2 ja ein ziemlicher Reinfall war. Ganz kurz vor Schluss für die DVD ist noch Alien vs. Predator Extinction eingetrudelt. Ein Echtzeit-Strategiespiel für PS2 und Xbox. Das hier ist die PS2-Version. Leider, wie gesagt, kurz vor Schluss. Daher können wir euch hier nur die erste Mission einfach mal zeigen, die ein bisschen langweilig war. Wir sollen einen Alien-Hai finden und aushebeln und dabei einen Alien-Totenschädel mitbringen. Dann sind wir die Chefhunter bei uns im Predator-Clan. Man sucht sich da ein bisschen dumm auf der Karte, war allerdings von der Steuerung her echt ganz okay. Man hat dieses unsägliche Ziehen-Rahmen mit der Maus auf, was sich immer ganz schlecht auf den Controller der Konsole anpassen lässt. Das hat man gelassen und stattdessen ein sehr cooles System eingeführt, um seine Truppen anzuwählen. Ihr wählt nämlich einen an,
haltet dann den X-Knopf gedrückt und dann wird ein Kreis um diesen einen ausgewählten Typen immer größer. Und je nachdem, wann ihr den Knopf loslasst, werden alle Leute mit eingeschlossen, die sich halt dann in diesem Kreis befinden. Ganz cooles System, funktioniert super mit dem Controller, dafür auf jeden Fall schon mal ein Lob. Hoffentlich sind die späteren Missionen abwechslungsreicher und irgendwie komplexer als das, was wir jetzt hier mal ganz am Anfang mit den Predators gespielt haben. Es gibt übrigens drei Kampagnen, eine Marine-Kampagne, eine Predator-Kampagne und eine Alien-Kampagne. Alles weitere lest ihr im großen Test im Heft. Der dürfte keine Fragen offen lassen. Wir sind damit am Ende des Testchecks angekommen. War leider ein bisschen wenig, so ist das halt im Sommer. Bald haben wir wieder Herbst, dann gibt's wieder Monster-Testchecks. Bye bye, bis nächsten Monat.